Wir möchten diese beiden Grenzwerte hier bestimmen. Schieben wir den zweiten erstmal weg, gucken uns den ersten an. Das ist im Wesentlichen eine Übung in Bruchrechnen. Also wir schreiben das hier ab. Limes n nach unendlich, 1 durch 1 plus 2n Quadrat. Und dann bringen wir mal diese hintere Klammer hier auf den Hauptnenner. Da haben wir ein 2n hoch 5 minus 7n hoch 4 plus 1. Und jetzt müssen wir hier hinten den Term mit n Quadrat erweitern. Also haben wir ein minus 2n hoch 5. Das Ganze auf dem Nenner n Quadrat. Klammer zu. Dann geht hier der 2n hoch 5 mit dem 2n hoch 5 Term weg. Und übrig bleibt, ja, im Nenner müssen wir eben die beiden Faktoren multiplizieren. Vielleicht klammern wir dabei gleich ein n hoch 4 immer aus. Also Limes n nach unendlich. Gucken wir uns erstmal Zähler an. Wenn wir ein n hoch 4 ausklammern, haben wir eine minus 7 plus 1 durch n hoch 4. Im Nenner, da klammern wir hier vorne ein n Quadrat aus und das gibt dann mit dem n Quadrat zusammen auch ein n hoch 4. Also haben wir im Nenner ein n hoch 4 und dann ein 1 durch n Quadrat plus 2. So, und jetzt kürzen wir hier die n hoch 4 raus und dann geht der Term gegen 0 und der Term geht gegen 0 und es bleiben minus 7 halbe übrig. Jetzt kommen wir zu dem anderen Grenzwert hier mit den Wurzeln. Da ist es so, wir sehen, die erste Wurzel hat irgendwas drunter stehen, was groß wird und die zweite auch und dann steht da sowas wie unendlich minus unendlich. Und jetzt ist die Frage, sind die unendlichst gleich groß? Oder ist eins größer als das andere? Also was kommt hier raus? Bei dieser Geschichte hier, da mache ich mir doch mal ein bisschen Platz, lohnt es sich, wenn wir hier geschickt erweitern. Und zwar schreibe ich mal die gleichen Wurzeln hin, aber mit einem Plus dazwischen. Also n Quadrat plus 2n plus n Quadrat minus n durch, jetzt muss ich natürlich das gleiche nochmal hinschreiben, damit ich nichts falsch gemacht habe. So, mit dem rosanen hier dran, das ist nur eine komplizierte 1. So können wir erweitern. Warum ist es gut, so zu erweitern? Machen wir uns hier mal noch ein bisschen mehr Platz. Wenn wir a minus b mal a plus b rechnen, dann ist das a Quadrat minus b Quadrat. Und mein a und b sind jetzt gerade diese beiden Wurzeln, mit denen wir hier begonnen haben. So erweitern wir hier gerade, dass da im Zähler diese graue Identität nachher verwendet werden kann. Und dann sind die Wurzeln im Zähler weg. Das ist ganz gut. Also, hier geht es jetzt weiter. Ist gleich Limes n nach unendlich. Jetzt also im Zähler, erste Wurzel ins Quadrat ist n Quadrat plus 2n minus zweite Wurzel ins Quadrat ist n Quadrat minus n. Im Nenner müssen wir den Nenner von da oben, den rosanen, abschreiben, also n Quadrat plus 2n, daraus die Wurzel plus n Quadrat minus n. Gut, was passiert hier? N Quadrat und n Quadrat mit dem Minuszeichen davor, das geht weg gegeneinander. Im Zähler bleibt also nur ein 2n minus minus n, also ein 3n übrig. Limes n nach unendlich, ein 3n im Zähler. Und im Nenner, ja, da können wir ja auch ein n schaffen, indem wir aus den Wurzeln immer hier ein n Quadrat rausziehen. Wenn ich ein n Quadrat aus der Wurzel, in der Wurzel ein n Quadrat ausklammer und das dann aus der Wurzel rausziehe, wird es ein n. Beträge brauchen wir nicht, alles positiv hier. Also wir klammern bei diesen Ausdrücken, die unter der Wurzel steht, ein n Quadrat aus und das gibt dann insgesamt einen Faktor n hier nach vorne. Dann haben wir also die Wurzel aus 1 plus 2 durch n plus und hier die Wurzel aus 1 minus 1 durch n. So, und jetzt ist es geschickt. Jetzt können wir hier n und n kürzen und diese Sachen hier,
die gehen gegen 0. Das heißt, es bleibt übrig im Zähler eine 3 und im Nenner 2 Einsen. Also insgesamt ist der Grenzwert hier 3 halbe.